Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Christoph und ich werde euch heute mein Galerieaquarium vorstellen. Wer mich jetzt noch nicht kennt, wie gesagt, ich bin der Christoph. Ich bin seit 2021 als Mitarbeiter dabei gewesen, hatte dann auch die Ehre, das Aquarium einrichten zu dürfen und bin seit Anfang dieses Jahres mit Stefan und Philipp zusammen Betreiber des Online-Shops. Es handelt sich bei dem Setup um ein volles ADA-Setup, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Fangen wir mal mit dem Aquarium an. Das ist ein ADA 60P, also Maße 60 auf 30 auf 36. Hat damit 63 Liter OptiWide. Das ganze Aquarium selber steht auf einem Metal Cabinet in der Ausführung Silber und wird beleuchtet von einer AquaSky RGB. Die Filterung übernimmt ein ADA Superjet, das ist der ES600 und betrieben mit ADA Glasfahren, wie er beim Filter mit dabei ist. Das Filtermedium im Superjet ist der ADA Bio Rio, davon 2 Liter. Ansonsten an technischer Ausstattung ist im Hintergrund noch der ADA Light Screen, passend zum 60P, und der ADA Wupper 2 als Skimmer. Die Einrichtung des Aquariums beginnt mit dem ADA-System, sprich zur untersten Schicht den ADA PowerSand Advanced mit den passenden Additiven. Darüber den Amazonia Soil, in dem Fall die Version 2, mit dem passenden Powder. Und auch die Düngung erfolgt dann über die zugehörigen ADA-Dünger. Als Einrichtungsstil habe ich ein sehr einfaches Nature Aquarium gewählt, in dem Fall ein Dreiecks-Layout. Von oben rechts nach unten links geht die Diagonale. Die Hauptelemente bilden das Spiderwood, die Wurzel. Das Ganze habe ich dann noch mit den schwarzen Lava-Pebbles ergänzt. Vorgabe bei der Einrichtung war, ein eher einfaches Layout zu gestalten, das auch durchaus als Vorbild für Einsteiger gelten kann. Dementsprechend ist die Form gewählt und auch die Bepflanzung orientiert sich in den meisten Fällen zumindest an eher einsteigerfreundlichen Pflanzen. Die Grundfarbe sollte grün sein, also sehr viele grüne Pflanzen, unterschiedliche Grüntöne. Das geht vom sehr hellgrünen Bodendecker los bis hin zu den eher dunkelgrünen Pflanzen auf der rechten Seite. Während dann im Hintergrund die Ludwigia aquata mit ihren Rottönen einen zentralen Fokuspunkt, in dem Fall über die Farbe, bilden sollte. Die Bepflanzung im Detail, fangen wir mal vorne an, ist das HCC als Bodendecker gemischt mit Eleocharis Mini. Dazu auch noch, um die Kanten ein bisschen zu verwischen, die Limnophila Vietnam und kleine Anubias. Es setzt sich dann im Mittelgrund weiter fort, auch wieder mit Anubias. Das ist in dem Fall bei beiden, in allen Fällen die Anubias Petit. Kombiniert mit zwei verschiedenen Kryptokorynen, nämlich der Kryptokoryne Lucens und der Kryptokoryne Venti Compact. Auf den Wurzeln selber ist Volbitis heudelotti aufgebunden und Taxifyllum Taiwan, also Taiwanmoos. Und die Hintergrundbepflanzung bildet dann auf der linken Seite Myriophyllum Guyana, wie schon erwähnt in der Mitte die rote Ludwigia aquata. Anfänglich hatte ich rechts noch Pogostemon erectus, auch in einem Grünton stehen. Den habe ich mittlerweile jetzt ausgetauscht gegen das Myriophyllum sp. Roraima, was als einzige weitere Pflanze eher ein Gelb-Orange-Ton mit in die Bepflanzung reinbringt. Gedüngt wird das Aquarium mit dem ADA-Düngesystem, wie schon erwähnt, und zwar mit dem Brighty K, dem Green Brighty Iron und dem Green Brighty Nitrogen. Normalerweise würde man da noch das Brighty Mineral dazu düngen, den lassen wir zurzeit weg. Das Aquarium hatte nach wie vor noch ein paar Pinselalgen und dementsprechend haben wir den Mineral erstmal weggelassen. Als weitere Zusätze benutzen wir dann noch das Phyton Git, das ECA, beides von ADA. Das ECA ist nochmal hochkonzentriertes Eisen und bringt die Farben nochmal ein bisschen besser raus. Und nach dem Rückschnitt dann das Green Gain. Und natürlich darf in jedem bepflanzten Aquarium das CO2 nicht fehlen. In dem Fall benutzen wir das Liquid Nature Mavic Set in Kombination mit einem ADA Glasdiffusor. Kommen wir zur Pflege. Wie jedes unserer Aquarien machen wir einmal die Woche einen Wasserwechsel. In der Regel 50%. Meistens mache ich in der Realität etwas mehr. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wenn ich den Bodendecker schneide, treibt sehr viel auf. Da ist dann doch eher viel Pflanzenmaterial rauszuholen. Das HCC schneide ich circa alle 14 Tage bis 3 Wochen. Die restliche Pflege gestaltet sich dafür recht einfach. Ab und an die Stängelpflanzen hinten kürzen, neu stecken, je nachdem, und die einzelnen Volbitis-Blätter oder Nubias-Blätter ausdünnen,
auch von den Kryptokorinen, wenn da mal ein altes Blatt dabei ist. Ansonsten Mooszupfen noch. Das ganze Aquarium wird mit 100% Osmosewasser gefahren. Deshalb härte ich das Wasser noch mit dem GH Plus von Salty Shrimp auf. Und für die im Aquarium lebenden Amano-Garnelen und Sulawesi Inlandsgarnelen gebe ich dann noch das Mironicotonpulver hinzu als Mineralquelle für die Garnelen. Damit wären wir dann auch schon beim Besatz. Den Hauptbesatz bildet eine Gruppe Augenfleckbärblinge, die sich sehr schön im oberen Wasserbereich aufhalten und da ihre Bahnen ziehen. Weiter unten halten sich dann hauptsächlich die schwarzen Phantomsammler auf. Und als kleines Schmuckstück befinden sich dann auch noch ein Pärchen Apistogramma trifasciata im Aquarium. Das Männchen zeigt dann immer seine schönen blauen, roten Farben, während das Weibchen eher schlicht ist. Wenn sie dann gerade Junge führt, leuchtet das Weibchen gerne zitronengelb. Wie schon bereits angedeutet, tummeln sich dann im Aquarium noch ein paar Amano-Garnelen und ein ganzer Haufen Sulawesi Inlandsgarnelen, die als Putzcrew mir beim Aquarium sauber halten helfen sollen. Obwohl das Aquarium jetzt kein explizites Wettbewerbsaquarium ist, habe ich das beim IAPLC 2022 eingereicht, habe Platz 845 belegt, bin mit der Platzierung auch super zufrieden, vor allen Dingen, weil es ja wirklich kein Wettbewerbsaquarium ist, habe mich mit der Teilnahme auch gut gesteigert zu meiner ersten Teilnahme und bin daher sehr zufrieden mit der Platzierung. Gleichzeitig ist es auch mein erstes Aquarium hier in der Galerie. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, was ihr gut findet oder ob ihr auch Kritik habt. Seid nicht zu streng mit mir, ist ja auch mein erstes Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt das Aquarium. Mir gefällt es persönlich nämlich sehr gut. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.